Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Carsten Riedel. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Dienstagsausgabe von Tag Aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Hier sind Sie, unsere Themen. Angehende Heilerziehungspfleger veranstalten 11. Integrationstag. Außerdem große Resonanz auf Filmfestival der Aktion Mensch und neue Bushaltestelle in Reinsdorf. Doch dazu etwas später in unserer heutigen Sendung. Am Donnerstag findet im Gasthof Giegengrün eine Infoveranstaltung zum Thema Pro-Ortsumgehung Kirchberg statt. Gemeinsam mit einem Vertreter des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr soll der aktuelle Stand der Dinge bei der Baumaßnahme erörtert werden. Im Mittelpunkt steht besonders der verzögerte Baubeginn. Im Vorfeld liegen in der Stadtverwaltung Kirchberg sowie den Gemeindeverwaltungen in Hirschfeld, Krienitzberg und Hartmannsdorf Listen aus, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stimme für einen raschen Baubeginn aussprechen können. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Die angehenden Heilerziehungspfleger der DPFA-Akademiegruppe haben heute den 11. Integrationstag veranstaltet. Dabei geht es darum, ein sportliches Angebot für Kinder mit und ohne Behinderung zu schaffen. Die Vorbereitungen des Tages lagen einzig bei den Schülern der DPFA. In diesem Jahr ist es nun die 11. Auflage des Integrationstages. Es ist eine ganz besondere Herausforderung für die angehenden Heilerziehungspfleger, die bei der DPFA ausgebildet werden. Vieles gilt es zu bedenken, damit ein solcher Tag reibungslos abläuft. Die Auszubildenden sollen damit ganz praktisch auf ihren Beruf vorbereitet werden. Also die Grundidee war vor 11 Jahren. Die habe ich praktisch im Praxisfeld auch mitgesucht für die gerade für die HEP-Klassen, dass wir gesagt haben, ich bin selber auch ein Therapeut, also Sporttherapeut. Und sehr interessant ist, wenn dann Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen gleiche Bedingungen schaffen. Das heißt also, wenn man jetzt eine Bewegung zusammen macht, dass man für beide, also Menschen mit und ohne Behinderungen, Bedingungen schafft, wo beide auch erfolgreich sein können und wo das auch Spaß macht, diese Bewegungsaufgaben erfolgreich zu leisten. Auf dem Programm stand ein Elfkampf. 5 Stationen waren in der Turnhalle aufgebaut, 5 Stationen im Außengelände. Und zuvor gab es die Erwärmungsstation, das bekannte Fliegerlied. Die Kinder hatten so einige schwierige, aber auch witzige Aufgaben zu meistern. Also ausgewählte Stationen bei dem Elfkampf, Wahrnehmungsbereich, zum Beispiel Suchspiel, dass sie also versteckte Sachen in Eimer suchen müssen oder dass sie zum Beispiel so Klassiker wie Sackhüpfen, Standweitsprung, Ballweitwurf oder auch mit Überraschungseierslalom laufen. Teilnehmer des Integrationstages waren in diesem Jahr die Kinder der Schule für geistig Behinderte in Planitz und der Kindereinrichtung Regenbogenland in Eckersbach. Was für die Kleinen ein amüsanter und sportlicher Vormittag war, war für die angehenden Heilerziehungspfleger harte Arbeit. Genau. Dass Sie also auch mal sehen, rein von der Organisation her, dass man sowohl zeitlichen, organisatorischen als auch inhaltlichen Ablauf wirklich exakt planen muss. Dass man mal einen Probedurchgang auch hat. Dass man also auch sieht, wie viel Zeit brauchen wir wirklich für die Station. Ja, dass man also auch genügend Pausen lässt. Dass man also auch sich mal erholt. Einen Kulturteil wollen wir mit reinnehmen. Sodass es nicht nur ausschließlich ein Sporttag wird, sondern wirklich der Integrationsgedanke an oberster Stelle steht. Die Hauptorganisation lag bei der Klasse der Heilerziehungspfleger des Jahres 2011. Unterstützt wurden sie an den Stationen von ihren Nachfolgern, die ihre Ausbildung erst in diesem Jahr begonnen haben und damit schon sehr früh auf die Praxis vorbereitet werden.
Der Betriebsrat von Volkswagen Sachsen hat am Donnerstag dem Verein Gemeinsam Ziele erreichen eine Spende von 500 Euro übergeben. Das Geld kommt den verschiedenen sozialen Projekten des Trägers zugute. Weitere Spenden aus der sogenannten Rest-Send-Aktion erhielten die Stadtmission Zwickau, die Selbsthilfegruppen Zwickau e.V., die Eubius Fachklinik Thalheim, der Verein Freizeit und Erholung e.V. Hartenstein und das christliche Sozialwerk. Der NVIDIA-Netzbetreiber Mitnetzstrom gibt im Jahr 2012 rund 13,4 Millionen Euro für die Modernisierung des Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzes im Landkreis Zwickau aus. So wurden in Merane zahlreiche Modernisierungsarbeiten am Umspannwerk durchgeführt. Bei der Hochspannungsleitung Silberstraße-Gößnitz wurde die Übertragungsfähigkeit der Leitung erhöht. Weitere Arbeiten wurden in Wolfersgrün und Trünzig durchgeführt. Der Landkreis Zwickau ist Teil der Netzregion Südsachsen. Das Stromnetz in der Netzregion hat eine Länge von 22.629 Kilometern. Das derzeit laufende Filmfestival der Aktion Mensch im alten Gasometer erfährt eine große Resonanz beim Publikum. Wichtiger Bestandteil neben den Filmen sind Gesprächs- und Diskussionsrunden zum jeweiligen Thema. Gestern ging es um den Film Blind und damit um blinde Menschen. Begleitet wurde die Veranstaltung vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Im Foyer des alten Gasometers konnten sich die Besucher verschiedene Hilfsmittel für Sehbehinderte anschauen oder mit Hilfe von Spezialbrillen selbst erfahren, was es heißt, schlecht oder gar nicht sehen zu können. Der letzte Film im Rahmen des Festivals läuft morgen zum Tag der Deutschen Einheit ab 20 Uhr. Gezeigt wird Mensch 2.0, die Evolution in unserer Hand. Kunden, die am Freitag telefonisch Kontakt zum Jobcenter Zwickau aufnehmen möchten, müssen sich zwischen 13 und 13:30 Uhr auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür ist die Umstellung der Telefone. Ab 13:30 Uhr sollen die Jobcenter-Mitarbeiter nach Auskunft des Betreibers dann wieder erreichbar sein. Am Freitag wie an allen anderen Wochentagen bis 18 Uhr. Im Reinsdorfer Gewerbegebiet könnten schon in dieser Woche zwei neue Bushaltestellen in Betrieb genommen werden. Die Errichtung hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. September beschlossen. Wenige Tage später hatten die Bauarbeiten begonnen. Mehrere Unternehmen, die im Gewerbegebiet ansässig sind, aber auch Einwohner waren an die Gemeinde herangetreten und hatten sich für die Errichtung der Bushaltestellen ausgesprochen. Mehrere Linien führen seit dem Neubau des Autobahnzubringers durch das Gewerbegebiet. Die Freiwillige Feuerwehr Merane lädt aus Anlass des 155-jährigen Bestehens am Tag der Deutschen Einheit von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tore ein. Die Veranstaltung wird in enger Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Feuerwehrverein St. Florian Merane e.V. gestaltet. Unter anderem erwarten die Besucher geführte Rundgänge durch die Feuerwache mit Erläuterung der Räume, Anlagen und Einsatztechnik, feuerwehrtechnische Schauvorführungen und eine Technikschau. Im alten Gasometer geht es am Donnerstag in der Bar Terre in einer Podiumsdiskussion um das Thema damals Widerstand in der DDR, heute Mitgestalter der Demokratie. Zeitzeugen berichten dort aus ihrem Leben. Am Vormittag des 4. Oktober finden bereits an 4 Schulen im Landkreis Zwickau Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Ergänzend erschien die Materialsammlung Politisch Verfolgte in der DDR, die speziell für den Gebrauch an Schulen konzipiert und veröffentlicht wurde. Die Podiumsdiskussion beginnt um 19 Uhr am Donnerstag. Werbung. Humanity, creative technology.
Der Citroën Berlingo Multispace Coolent Sound mit Klimaanlage und CD-Soundsystem schon ab 175 Euro im Monat ohne Anzahlung. Viele weitere attraktive Angebote jetzt bei den Citroën Techno Days. Citroën, Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Schlemmen Sie nach Herzenslust beim großen Globus-Schlemmerabend am 30. Oktober in der Stadthalle Zwickau. Beginn ist um 19 Uhr. An über 80 Spezialitätenständen bleiben keine Wünsche offen. Lassen Sie sich überraschen von einem vierstündigen Bühnenprogramm mit abschließender Feuer-, Licht- und Soundshow. Eintrittskarten für 19,90 Euro erhalten Sie an der Globus-Information. Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen nur 10 Euro. Die Gebrüder Weisheit präsentieren Zirkus Afrika. Erleben Sie ein einmaliges Zirkus-Event in absolut neuer und noch nie dagewesener Art. Fantasievolle Unterhaltungsshow für die ganze Familie. Im 1000 Personen fassenden Zeltpalast erwartet Sie ein Feuerwerk der Sensationen. Vom 12. bis 21. Oktober in Zwickau auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nicht vergessen, 30. Oktober, der große Globus-Schlemmerabend in der Stadthalle Zwickau. Schlemmen ohne Ende. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Damit Sie sicher unterwegs sind. Mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. Einen 8 Jahre alten VW Golf haben Unbekannte heute Nacht in der Rosa-Luxemburg-Straße in der Nordvorstadt gestohlen. Der silberfarbene PKW war dort vor dem Haus Nummer 84 abgestellt gewesen. Sein Wert wird auf 8.000 Euro geschätzt. Am Golf waren die Kennzeichen Z-GP 937 angebracht. Die Polizei bittet um ihre Hinweise. Auf einem Schaden von etwa 1.000 Euro bleibt der Eigentümer eines schwarzen Skoda Octavia vorerst sitzen, denn vom Verursacher eines Unfalls fehlt bislang jede Spur. Der Geschädigte hatte seinen PKW am Sonntagabend auf einer Parkfläche der Brüderstraße in Werdau abgestellt. Als er am Montagmorgen zurückkehrte, war der Wagen vorn links und am Fahreraußenspiegel beschädigt. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen. Mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille war am Montagabend ein 63-Jähriger mit seinem VW in der Freistraße in Steinpleis unterwegs. Dort wurde er gegen 23.25 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert. Wegen seiner Alkoholfahne wurde ein Alkomat-Test durchgeführt. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt sowie eine Anzeige erstattet. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung.
Martin und Schwedler auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Am Freitag präsentiert die Zwickauer Energieversorgung gemeinsam mit dem Zwickauer Kunstverein eine Ausstellung mit ausgewählten Arbeiten des Förderstudios für Kinder und Jugendliche. Zu sehen sind Pastelle, Holzschnitte, Aquarelle sowie Arbeiten mit Ölkreide. Das Förderstudio betreuen die Künstler Annette Fritsch, Maike Georgi und Michaela List. Die Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag ab 18 Uhr im Kundenberatungszentrum der Zwickauer Energieversorgung statt. Die Gospel Passengers aus Dresden, in der Fachwelt als authentischster Gospelchor Deutschlands bezeichnet, haben in den über 13 Jahren ihres Bestehens mehr als 350 Konzerte, vor allem in Kirchen, Konzertsälen und Open-Air-Bühnen, gegeben. Am Freitag kommt das Ensemble nach Reinsdorf in die St. Jakobuskirche. Die Gospelveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es noch im Pfarramt, im Bestellshop Erler in Vielau und bei Tafel-Event in Reinsdorf. Mit Matthias Richling ist es dem Theater Plauen-Zwickau gelungen, einen der besten Kabarettisten Deutschlands mit seinem neuesten Programm, der Richling-Code, am Samstag um 19.30 Uhr ins Gewandhaus zu holen. Die neue Richling-Show über den Missbrauch in Deutschland ist ebenso zukunftsweisend wie vergangenheitsbewältigend. Der regionale Sport wird präsentiert von Ihrer Mauritius Privatbrauerei Zwickau. Am 3. und 4. November veranstaltet der Kreissportbund im Sportforum Soyuz ein Fußballturnier für Freizeitmannschaften. Am Samstag spielen die Kicker über 40 und am Sonntag sind die Herren ab 18 Jahren gefragt. Teilnahmeberechtigt sind Freizeit- und Hobbyfußballer, die nicht im Besitz eines gültigen Spielerpasses des DFB für die laufende Saison sind. Anmeldungen für das Turnier sind noch bis zum 19. Oktober in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes möglich. Die Meldegebühr beträgt 15 Euro. Der Oktober beginnt für den RSC Rollis Zwickau e.V. mit einer englischen Woche. Zum zweiten Spiel in der Saison 2012/13 wird die Zwickauer Mannschaft morgen in Thüringen von den Jena Kapuz empfangen. Um 14.30 Uhr ist Hochball angesetzt. Am Samstag empfängt dann der RSC Rollis Zwickau den schon seit den 1980er Jahren in der ersten Bundesliga etablierten USC München. Um 15.30 Uhr wird das Spiel in der Sporthalle am Scheffelberg beginnen. Am vergangenen Sonntag trat der SV Motor Zwickau Süd beim Tabellenführer der Sparkassenliga Westsachsen an. Die mit drei Ausfällen ersatzgeschwächten Südler nahmen von Beginn an das Zepter in die Hand und bestimmten weitestgehend das Spielgeschehen im ersten Durchgang. Immer wieder tauchten die Zwickauer gefährlich vorm Tor auf, ohne hinten etwas auszulassen. Die Limbacher nutzten jedoch ihre Chance besser und hoben kurz vor der Halbzeitpause zum 1:0 ein. Trotz mehrerer Chancen konnten die Zwickauer die Partie auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr drehen. Werbung. Sie leiden an Lungenkrebs oder sind betroffene Angehörige? Wir bieten Ihnen Hilfe beim Umgang mit dieser Erkrankung. Kommen Sie am 10. Oktober zu unserer Aktion Rückenwind in den Stadtratssaal an der Werdauer Straße. Hier informieren Sie Experten aus der Region und geben Hilfestellungen für den Alltag. In Gesprächsinseln können Sie Ihre ganz persönlichen Fragen stellen und mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Das Clara-Wieck-Gymnasium ist eine lebendige Schule mit Profil. Es steht für eine kompetente Ausbildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Sprachen, Kunst, Musik und Gesellschaftswissenschaften, für Kultur und harmonische Atmosphäre. Selbstverständlich erhalten die Schüler eine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung als Grundvoraussetzung für das Abitur. Zum Beispiel beginnend ab der 5. Klasse in Technik und Computer bis hin zum Physik-Leistungskurs.
Außerdem bekommen die Schüler neben der ersten Fremdsprache Englisch ab der 6. Klasse Unterricht in Latein, Französisch oder Russisch. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ab der 8. Klasse mit Spanisch eine weitere moderne Fremdsprache zu erlernen. Für das künstlerische Profil ab Klasse 8 entscheiden sich die Schüler durch die Verbindung der Fächer Kunst, darstellendes Spiel und Informatik. Eigene Theatervorstellungen werden vorbereitet und aufgeführt. Als eine von nur 3 Schulen in Sachsen bietet das Clara-Wieck-Gymnasium ein musikalisches Spezialprofil ab Klasse 5 an. Dieses wendet sich an die musikalisch interessierten Schüler und ermöglicht ihnen eine Fortführung und Vertiefung ihrer Musikausbildung im Leistungskurs Musik. Bei uns sind alle Kinder herzlich willkommen. Wir haben uns die individuelle Förderung auf die Fahne geschrieben und die reicht von der Nachhilfe bis hin zum Unterricht für Hochbegabte. Im Mittelpunkt steht natürlich der Fachunterricht und hier können wir durch verschiedene organisatorische Maßnahmen kleine Lerngruppen bilden und so auf jedes Kind individuell eingehen. Clara-Wieck-Gymnasium, eine lebendige Schule mit Profil. Nicht vergessen, 10. Oktober ab 17 Uhr, Aktion Rückenwind. Hier erhalten Sie Hilfe bei der Diagnose Lungenkrebs. 3 Buchstaben, die wir alle verstehen. 3 Buchstaben, die unser Land bewegten. 3, die unsere Konvention hinterfragt und unsere Kommunikation revolutioniert haben. 3 Buchstaben, die unsere Beziehungen veränderten. Hier sind 3 weitere. STI steht für sexuell übertragbare Infektionen. Wenn etwas einen Namen hat, kann man darüber sprechen. Informier dich. Steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Uns erwartet ein sonniger Feiertag. Es gibt im Tagesverlauf nur wenige Wolken und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 18 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Und die Aussichten? Der Donnerstag beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu und am Abend sind Schauer möglich. Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad. Feuerwerk am Brandenburger Tor. Ein strahlender Helmut Kohl und seine Hannelore daneben. Irgendwo war auch Willy Brandt. Das war der 3. Oktober 1990, der Tag der deutschen Einheit. Und den feiern wir morgen schon zum 22. Mal. Deswegen gibt es morgen auch keine Ausgabe von Tag aktuell. Denn Sie wissen ja, uns gibt es nur am Wochen- und nicht am Feiertag. Dafür haben wir für Sie ein interessantes Feiertagsprogramm zusammengestrickt. Sie sehen zum Beispiel eine Dokumentation über das Hochwasser von 1990.
1954 hier in unserer Stadt. Außerdem geht es dann um die Automobilgeschichte. Da haben wir für Sie ebenfalls eine interessante Dokumentation. Und last but not least, das dritte, das wir für Sie haben, ist ein Konzerterlebnis. Peter Maffay in Konzert hier bei uns bei Television Zwickau. Darauf sollten Sie sich freuen. Morgen einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Tschüss.
Vision Zwickau.